alleine machen, während du keine Ahnung wo warst. Du wolltest dich hier um die Rechnung kümmern. Ja, ich war schlecht drauf. Ja, das ist der Grund, weshalb du so zu mir bist. Jetzt komm, reg dich mal ab. Ja? Übertreib's jetzt mal. Du redest nicht mit mir, du gehst einfach weg und jetzt bin ich der Arsch. Ja, du hast doch sowieso keine Ahnung. Ja, wie denn auch? Du redest doch nicht mit mir. Ja, weil du es nicht verstehst. Ja, dann eben nicht. Wie soll ich dir das auch erklären? Charlie? Bist du das? Wo warst du? Ich weiß, ich hätte das nicht tun sollen. Ich war einfach überfordert mit allem. Das ist auch nicht ganz leicht für mich. Was meinst du denn, wie das erst für mich ist? Ich weiß. Komm mal her. Wir werden das schon schaffen. Danke. Die Kinder heute waren so anstrengend, bin so froh, dass wir endlich Schluss haben. Ja, ich auch. Was mache ich los mit dir heute? Du bist so abwesend. Nur so der übliche Stress halt. Okay. Komm, ich mach den Rest. Geh schon mal raus und hol die Jacken. Ich komm dann gleich. Okay, bis gleich. Bis gleich. Müssen wir wirklich sagen, was los ist? Ich sehe auch, dass es dir total beschissen geht. Ich hab ein bisschen Stress mit meiner Freundin. Was ist denn passiert? Wie wär's denn, wenn wir zu mir in die Wege gehen, schön Kaffee trinken und dann reden wir in Ruhe alles? Wenn das keine Umstände macht, ich hab grad nicht so Bock nach Hause zu gehen. Ach, ist doch kein Problem.